Nächste Woche findet die Woche der Demenz statt. Sie wird durchgeführt von der Allianz für Menschen mit Demenz unter der Federführung der Ministerien Familie und Gesundheit. Die Freie Wohlfahrtspflege ist Partner der Allianz, denn in ihren ca. 18.000 Einrichtungen und Diensten kümmern sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Menschen mit Demenz. Diese Krankheit ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es sind nicht nur die Hochbetagten, die davon betroffen sind, sondern auch mittlerweile Menschen der mittleren Generation. Betroffen sind davon viele. Es ist eine große Not für Angehörige, tatsächlich damit auch umzugehen. Einmal mit der Angst und Sorge selber davon betroffen zu werden und gleichzeitig macht es oft hilflos, wenn nahe Angehörige unter dieser Krankheit leiden. Wir haben vor Ort viele lokale Allianzen, die sich dieses Themas annehmen, die sensibilisieren wollen in der Gesellschaft für diese große Herausforderung, die in zunehmendem Maße auf die Gesellschaft, auf viele Einzelne zukommt. Gehen Sie hin zu den Veranstaltungen, machen Sie sich kundig, informieren Sie sich und setzen Sie sich mit dem Thema auseinander. Dazu darf ich Sie ganz herzlich einladen.